So, ich wollte euch schnell etwas Neues zeigen, was es seit ca. einer Woche gibt. Wenn man das Model 3 bestellt, Standard-Range-Version, Standard-Reichweite Plus, das, was ich auch habe, dann hat man nur partieller Premium-Innenraum. Und da steht Vordersitze mit 12 elektrischen Verstellfunktionen und Sitzheizung. Und Premium-Innenraum wäre dann mit beheizten Vorder- und Rücksitze. Das heisst, ich habe nur vorne beheizte Sitz. Man sieht das hier nicht. Unten im Menü sieht man es. Ich habe nur die beiden Vordersitze, die ich beheizen kann. Ich kann also keine Rückbank auswählen. Was man jetzt aber neu kann, man kann da in seinem Tesla-Konto da kann man da auf sein Model 3 Patricks Model 3 und kann dann unten dran auf Upgrade. Noch mehr Fahrgenuss durch Upgrades für Ihr Fahrzeug. Und dann sieht man da, was ich alles noch kaufen könnte. Das heisst, ich könnte mir da jetzt beheizte Rücksitze für 300 Franken kaufen. Wenn ich jetzt da klicke und sage, jetzt bezahlen, geht ein paar Sekunden, dann startet der Bildschirm neu und ich habe dann als weiteren Menüpunkt die Rücksitz, die Rückbank, die ich beheizen kann. Jetzt suche ich eigentlich nur noch einen Sponsor. Bis jetzt hat noch keiner wirklich gefroren hinein. Aber sobald der erste friert, denke ich, würde ich dann dem die 300 abkassieren. Man kann das sogar werten fort, würde ich sagen, funktioniert das. Kann man die beheizte Rücksitz für 300 Franken freischalten. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen für alle, die Model 3 Standardreichweite Plus haben. Und Leute, die hinten dran ständig frieren, ist das sicher eine Option für die 300 Franken. Das als kurze Info und ein schönes Tagli. Peace!